herzlich willkommen bei Smogwolkes Bastelecke. Ich begrüße euch. Mein Name ist die Diane und ich stelle euch heute etwas vor, ein Päckchen. Und gemeinschaftlich machen wir auf und schauen einmal, was da drin ist. Ich kann es mir denken, aber ich lasse mich lieber überraschen. Und da würde ich sagen, wir schalten um auf die obere Kamera. Das heißt, wir benötigen mein Cuttermesser, das Päckchen, was ich jetzt seitlich aufmache. Weil auf der Seite ist ja der Aufkleber, wie ihr bemerken könnt. So. So, klappen wir einmal um. Das untere klappen wir auch einmal um. Ui, 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 ui. Jetzt muss ich mal gucken, was hier so Schönes drin ist. So, da muss ich jetzt mal eben gucken, was hier so drin ist. Ups! Da ist nichts. Da ist nichts drin. Gar nichts drin. Nur ein Döschen. Erstaunlich, ne? Aha, aha, aha. So, und es ist von, ihr könnt lesen, von Nevox. Und Nevox hat sich bei mir gemeldet. Die haben gesagt, sie schicken mir was und ich soll dann auf Herz und Nieren prüfen. Dafür habe ich auch einige Tage Zeit. So, ich gucke jetzt mal eben, was hier in dieser Tüte ist. Also ihr seht schon, hier sind einige Pots drin. Da ist noch ein Pott. Da ist ein Pottcase drin. Aus Leder. Ich weiß nicht, ob da vorne was draufsteht, hinter. Schön. Also gut gemacht. Mit schönen Karabinerhaken. So, mal gucken. So, mehr ist jetzt da nicht drin. Hier ist noch ein Prospekt von dem Verdampfer. Da, wo noch Informationen für mich draufstehen. Einmal beiseite legen, dann ist da noch was drin. Das hole ich jetzt erstmal raus. Guck, was da drauf steht. Dann steht hier drauf, hier könnt ihr sehen, die Firma Nevox ist auf der Hall of Fame am 6. und am 7. Mai. Leider, das ist in Stuttgart, kann ich mir meine Rente das nicht erlauben, dorthin zu fahren. Sind ja hohe Spritkosten, das ist das Erste. Und außer den Spritkosten kommen ja noch die Hotelkosten dabei. Das kann ich mir mit meiner Rente nicht erlauben. So, den Karton haue ich einmal weg und jetzt gucke ich noch, was da noch so drin ist hier.
So, es sind auf jeden Fall so, das halte ich jetzt zu. Jetzt gucke ich da mal nicht, dass da was draufsteht. Jo, so. Da sind zwei Geräte. Einmal im Rot und einmal in diesem Blauton. Und ich werde dann sehr wahrscheinlich, ja, werde ich, jo, diese testen, mal gucken, weil ich schau da mal eben, was da so steht. Hier auf der Seite, da könnt ihr das lesen. 30 Watt, 1000 Milliampere-Stunden Akku. 3 Level Voltage, das heißt also dreimal unterschiedliche Spannung könnt ihr einstellen, dementsprechend dreimal unterschiedliche Leistung. Die Airflow ist einstellbar und Ladetyp Typ C. So, mehr darf ich euch nicht zeigen, weil erstens sind die noch nicht auf dem deutschen Markt erhältlich. Zweitens, das Diansche soll die halt testen. Und da die auf dem deutschen Markt erst am 13. offiziell zu haben ist, heißt es, ich muss warten bis zum 13. Das heißt also, ich habe jetzt, ja, 9 Tage Zeit, sie auf Herz und Nieren zu prüfen. Schön belasten. Ich werde sehr wahrscheinlich dann eine Coil opfern, weil ich muss ja irgendwie gucken, dass ich die Spannung da unten übernehmen kann. Das wird einen Spaß geben. Das heißt, ich muss einen Tank bzw. ein Coil Butte machen und muss dann sehen, wie ich das Kabel da rausführe. Aber das Diansche ist ja erfindungsreich. Ich habe da ja schon mal für einige Akkuträger da was gebastelt. Das war dann auch unterschiedliche Geräte. Und ich zeige euch das auch. So, da könnt ihr sehen. Da habe ich schon mal sowas getestet. Habe dann ein Coil geopfert, zerlegt. Dann quasi durch den Luftkanal gezogen. Sollte es bei dem Akku so sein, bei dem Pot so sein, dass der nur einen Zugschalter hat, will ich hoffen, dass das nicht so ist, weil dann gibt es irgendwie Probleme. Ne? Ich muss das Kabel da durchziehen und dann noch ziehen. Das gibt Spaß in den Backen, aber ihr werdet es auf jeden Fall, die einzelnen Messtechnik werdet ihr nicht Gesicht zu bekommen. Weißt du, indem ihr da sehen könnt, wie ich daran ziehe, die Kabel aus dem Mund kommen, ne, und dann kommen dann die blöden Kommentare, die eine bisschen dich am Aufladen. Den Spaß werde ich euch nicht gönnen. Nee. So eine Dinger machen wir nicht, ne. Gar nicht. Nicht mit mir, ne. Ich werde sie auf jeden Fall testen. Es wird mir Spaß machen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, so vom Styling gefällt mir das Ding ganz gut. Und das ist ein Gerät für die Zukunft, denke ich mir mal. Ne? Bei 30 Watt, boah, da kommt schon was richtig. Ne? Und wenn man dann das vernünftig macht und der kann MTL, kann er, RDL kann er. Ja, das ist was für das Diansche, ne? So was teste ich dann gerne. Und dann so eine
So eine schöne Dose hier. Joa. Naja, wir schauen mal. Dann bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen übrig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Der eine oder andere, der mich noch nicht kennt, ich würde mich über ein Abo freuen. Kostenlos, unverbindlich. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, empfehlt meinem Kanal weiter. Und dann viel Spaß, die Sonne scheint, die Sonne sticht. Dat die Antje muss nicht mehr auf Schicht, weil ich bin schon Rentnerin. Tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke. Und tschüssi und weg. Bis dann. Bye.